Guten Morgen. Wir fahren jetzt gerade mit dem Golfwagen aufs Kräuterfeldviere. Das ist natürlich ein ziemlich cooler Luxus. Und ich habe euch ja im letzten Video, das war vor dem Sommer, mitgefilmt. Und jetzt filme ich mit für den Hochsommer. Wir sind jetzt gerade mitten im Hochsommer. Das heißt, da werden ein paar andere Blüten aufgehen, die man essen kann. Und ja, da sind auch wieder wunderschöne Blüten. Dieses Mal ist das Thema bei der Hochzeit Wiesenblumen. Ich zeige euch aber so nebenbei ein paar andere Blüten auch, die jetzt wunderschön auf dem Feld wachsen. So, da haben wir begonnen mit Erdbeerblüten zum Ernten. Das sind jetzt sogar Walderdbeeren, hast du gesagt, Katrin, gell? Die kommen dann da in so eine verschließbare Box rein mit einem feuchten Küchenrolletuch. Und dann haben wir da noch sogar Ananasminze gefunden. Dann hat es ja 2 Wochen geregnet, es war voll kalt, aber der Klee, der wächst. Der Schnittlauch ist dann eher besser geeignet für bekannte Dekorationen, für bekannte Cupcakes oder für Fingerfood. Da sind die Bienen ganz fleißig. Das ist die Pimpinelle. Die haben so ganz zarte, filigrane Blätter. Und ich habe jetzt gerade gesehen, dass die so ganz zierliche Blüten haben mit ganz kleinen roten und rosaroten Elementen. Ich glaube, die werden wir auch noch ernten. Schaut ganz entzückend aus. Da haben wir jetzt nur Schafgarbe gefunden. Die ist natürlich auch gerade am Aufblühen, ganz entzückend. Mit so zarten Blättern. Ja, ist halt ein bisschen weiter hinten, weil heute der Mai wirklich echt mega kalt war. Aber ist wurscht, wir haben ein paar gefunden, um das geht's. Dann haben wir noch ganz schöne Hollerblüten gefunden, die gerade aufgängen. Die passen auf jeden Fall auch gut zu den Torten dazu für morgen bei den Hochzeiten. Hollerblütensirup kennt eh jeder. Ja, kann man einfach pflücken, wächst wild, ziemlich gut überall. Da haben wir noch super entzückende Gänseblümchen gefunden, die schön offen sind. Es kann sein, wenn man es erntet, dass die dann, wenn man es über Nacht in der Kühlbox lagert, dass die dann zusammenklappen und man muss halt dann, wenn man es offen haben will, in die Creme wieder einöffnen, weil sonst die klappen einfach zusammen, die schlafen und wachen nicht mehr auf. Aber die sind ziemlich schön offen, also ich glaube, dass wir da kurz Glück haben. Da haben wir wunderschöne Violen gefunden. So ein paar Violen mit einbauen, weil ein bisschen Lila mit drinnen sein darf. Und da drüben haben wir Thymian, der so zartrosa blüht. Gibt es auch einen, der dunkellila blüht. Den kann man auf jeden Fall auch super für Süßes und Pikantes verwenden. Da haben wir noch Zitronenmelisse, die riecht ganz lecker, kann man eine tolle Limonade draus machen. Da ist schon die erste Ausbeute eingelagert. Und da haben wir dann zum Beispiel nur Apfelminze. Es gibt verschiedene Minzsorten mit verschiedenen Düften und Geschmacksrichtungen. Das ist jetzt die Apfelminze. Also da wächst wieder, naja, er wächst nicht wild, aber es ist ein bisschen ein wildes Feld, wo der Pfefferminz wächst. Ich finde das ja super, wenn das so schön bunt ist. Und der ist auch ganz super für Limonaden. Man kann ihn toll zum Dekorieren nehmen. Ich werde ihn jetzt abschneiden als kleines Deko-Element für die Torten. Ein bisschen Sport an, weil die Sonne schon untergeht und das merkt man an den Blüten. Eine Wildrose ist das, Katrin, gell? Ja. Die schließt offensichtlich heute Abend. Aber ich werde jetzt trotzdem nur ernten in der Hoffnung, dass morgen, wenn es dann warm wird auf der Torten, beim Auffüllen, dass dann wieder aufgeht. Bei denen, die haben wir ja zum Sonnenuntergang geerntet, sie sind wieder leicht aufgegangen. Also es ist in Ordnung, die können wir super wieder verwenden. Und die ein bisschen geschlossen sind, es ist trotzdem ein schöner Farbklecks, also kann man trotzdem verwenden. Boah, wie das duftet. Voll. Dann haben wir noch ein bisschen Schafgarbe, haben wir auch schon offene gefunden. Das riecht so nach Räucherfisch. Dann die japanische Weinbeere, die hat ein bisschen Stacheln, aber ich finde das Rot recht schön. Also die kann man auch dezent mitverwenden, essen wird es sicher keiner. Da
Da haben wir nur ein bisschen einen Eibisch gefunden. Der kommt erst im späten Sommer noch schöner. Apfelminze, Ananasminze, ja. Jetzt tun wir mal mit den Erdbeeren weiter. Die Erdbeeren, die haben wir schon Schoko getunkt. Die werden wir jetzt positionieren. Die Braut wollte unbedingt viele Schoko-Erdbeeren drauf haben. Da haben wir einen gescheiten Bäcker. Das ist nicht so tragisch. Den machen wir zu und setzen eine Erdbeere davor. Wenn es uns hält. Hält die? Ja. Können wir da noch ein wenig einen Holler dazu tun? Also der Holler ist ein Traum zum Kaschieren, muss ich mal sagen. Ja, der Akku ist ausgelöscht. Kannst du noch was sagen? Ein Schnappschuss. Die passt so perfekt ins Ambiente, in diese Mostschenke. Es ist ein Wahnsinn. Ein Traum.